Gut. Bei der Begegnung TTG Bingen Münster-Darmstadt gegen den TTC Berlin Eastside. Aber am anderen Tisch haben wir den ersten Finalisten im Lotto-Final vor der deutschen Pokalmeisterschaft der Damen 2017-2018. 13-0 haben sie sich durchgesetzt. Wir gratulieren der Mannschaft zum Einzug ins Finale und das ist der TuS Bad Nieburg. Von mir her.
Ja. Janina, als wenn euch verloren habt ihr heute gegen Fußball Drehburg. Seid ihr arg enttäuscht, hättet ihr die gerne ein bisschen mehr geärgert? Ja, also ich denke, ich hätte natürlich gerne gewonnen, es war jetzt nicht knapp, aber ich denke, wir haben uns relativ gut verkauft und ja, sind froh, dass wir überhaupt hier waren. Genau, schauen wir einmal kurz zurück bei der Situation. Das war jetzt tatsächlich keine Gruppe, wo man sagt, da war sicher, dass ihr gewinnt, immerhin Volvo vorgeschlagen und Böblingen war es, glaube ich. Ich kenne jetzt nur die Ergebnisse, war sicher schon ein großes Highlight heute. Ja, war auf jeden Fall ein großes Highlight. Da wir haben noch ein bisschen andere Mannschaft als heute. Da war die Monika Fiekewitsch noch dabei, die hat auch die Spiele gewonnen. Ich denke, Gerhard hat auch verdankt, dass wir jetzt wieder gewonnen haben. Und dann, oder kommt schon das Zeitsignal noch ganz kurz. Ja, dein nächstes Ziel, weil ich hier deutsche Meisterschaften. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder in Berlin. Danke, Janina Kämmerer. Danke an den TSV 1909 Angstadt. Thank you.
Ja. Thank you.
Go! Pokalfinale 2017-2018. Lina!